M&M's sind wieder am Start. Komm, ich kaufe jetzt ein schönes Imitat für dich, Frau. Das ist eine schöne Hulk, oder was? Okay. Und es geht wieder los mit einem neuen Vlog. Wir sind wieder unterwegs. Ja, aus der neuen Location, der erste Vlog. Ja, heute soll es, glaube ich, so der heißeste Tag in Deutschland werden. Und was wäre da nicht besser, als in die Kölner Innenstadt zu gehen und eine Straßenumfrage mit dem allerbesten Marc Eggers zu machen. Das ist der Profi im Straßenumfragen. Wir können noch mal eine Sneak Preview hier. Ui, guck mal da. Super sieht das aus hier. Ein Riesenaufwand. Ja, wir sind heute in der Kölner Innenstadt dann unterwegs und haben Parfums mit dabei und fragen die Leute, was das beste Sommerparfum ist, beziehungsweise ich zeige denen ein Parfum. Und auf der anderen Seite lassen wir sie Uhren schätzen. Unser Security-Team wartet schon draußen. Wenn sie richtig liegen, können sie ein Orange Flamingo gewinnen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. So, hier sind wir jetzt am Kölner Dom angekommen. Der Marc Eggers wartet hier schon um die Ecke. Aber guck mal, wen wir da haben. Bist du bereit für diesen Tag, Marc? M&M's sind wieder am Start. Und du lässt es dir nicht nehmen. Hey, Krawatte und Anzug. Natürlich, wie denn sonst? Wie denn sonst? Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier mit dem Marc Eggers. Es freut mich sehr. Wir haben schon ein Video. Ja, klar. Du zeigst doch auf mich gerade. Ja, hallo. Ach ja, Leute, hier sind wir am nächsten Tag. Wird anstrengender und anstrengender. Ab und an hat man wirklich das Gefühl, also ich zumindest, dass ich durchdrehe. Du hast so viele Themen. Du lebst hier im Chaos, mehr oder weniger. Echt ein Projekt hier, ne? Und das ist ja auch nicht das Einzige. Ach, wir haben auch gleich noch ein Meeting mit dem Herbert für die neuen Düfte. Nächste Woche ist auch übrigens unser Jubiläum. Wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, sind es nur noch ein paar Tage. Einiges an Planung. Also falls ihr euch fragt, ist auch gut, ne, mit so einem Elan hier zu sitzen. Ach Gott, ey. Ach, guck mal, was der beste Mann hier macht. Er hätte niemals sich diese Batman kaufen sollen. Oder, Andi? Bad Girl. Ja, an dem Tag kann ich dich ja noch nicht. Ja. Ich hab's einfach nur gekauft. Ne? Aber danach, wenn ich meine Klappe. Du hättest niemals in den Twitch-Chat kommen sollen, oder? Niemals. Ne. Niemals. Das sieht mir hier ein bisschen professioneller aus als bei uns, ne? Was drehen wir denn heute? Für welchen Fernsehender? Ah, okay. Schaue ich immer sehr gerne. So, ein neuer Dreh steht an und zwar, du bist 34 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch. Das Kompliment. Wir drehen unser Birthday-Special. Ich sag nur 34. Auch noch mal kurz Update hier zu unserem Zimmer. Der Andi hat wirklich heftig durchgezogen. Ey, es sieht so Wahnsinn aus. Ich bin super stolz auf ihn. Wir gucken mal nach draußen, denn da sind die Pool-Jungs. So, wie sieht's aus? Alles klar? So, was machen wir heute? Ja, wir machen jetzt den Becken sauber hier. Die Terrasse reinigen wir einmal direkt mit einem Zug durch. Das hier die ganzen Ablagerungen. Den Brunnen einmal mit durchreinigen. Ach, der Brunnen, stimmt. Ja. Dusche montieren und... einmal alles, ne? Ja, super. Übrigens, du bist der Erste, der ins Wasser geht, ne? Ich war selber noch nicht drin. Endlich ist es soweit. Ich habe etwas ganz Besonderes gekauft. Und zwar eine Ladeneinrichtung. Guckt euch das mal an. Das werden wir gleich auspacken. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Guck mal, hier haben wir noch das hier. Ein bisschen größere Dekoration hier. Jetzt zeige ich euch das wahre Highlight. Fragt nicht danach, was ich dafür bezahlt habe. Einfach zu viel. Aber es musste sein. Guckt euch das mal an. Alter Schwede. Das ist einfach... Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Das ist es einfach. Ich bin so glücklich. Das ist einfach super. Das sind Kleinigkeiten, aber die verschönern. Also das ist, guckt euch das an. Hast du mal für mich, oder? Ja, das natürlich auch. Du bist immer der Erste, der mich morgens... Alter, grüß dich. Kennt ihr diese Handwerker, die immer so sagen, ja, geht nicht, können wir nicht. Ja, jetzt hier, da muss ich wieder fahren. Das geht so nicht und so weiter. Das ist bei diesem Herrn nicht so. Der kriegt alles hin. Zieht euch das mal rein. Wir haben das Ding hier dran gemacht. Dann falsch irgendwie Löcher gesetzt. Dann haben wir es reingedreht. Und dann irgendwie sah nicht aus. Und guck mal, jetzt ist er noch zum Baumarkt gefahren, hat diese Dinger hier. Vorher die hier. Und ja. Und das passt halt nicht zu diesem Schild, ne? So ist ein bisschen edler. Alter, das sieht geil. Das ist wirklich Wahnsinn, Mann. Ich bin so glücklich. Des Weiteren muss ich mich bei Victoria bedanken. Und zwar, ich habe ein tolles Geburtstagsgeschenk bekommen. Normalerweise, man kann mir keine Geschenke machen. Aber dieser Stuhl hier ist wirklich ein Traum. Dann haben wir gestern noch hier dieses Bild angebracht, was es auch bei uns noch zu kaufen gibt. Im Speziellen diese Uhr hier. Einer meiner Lieblingsmodelle, die wir sehr, sehr gut verkaufen. Und ich glaube, diese Uhr hat auch mit Sicherheit diesen Raum hier finanziert. Hier ist unsere Paper Collection. Hier haben wir alle Uhren hingehängt. In Papierform, denn natürlich wisst ihr genauso gut wie ich, dass wir keine Uhren hier am Standort aufbewahren. Das heißt, falls ihr hier einbrechen wollt oder uns überfallen wollt, das wird extrem schwierig wegen unserem Sicherheitskonzept. Und jetzt nehmen wir das Video für den guten Andi auf, wo ich Preise errate, wie viel handwerkliche Dinge kosten. Also wenn man mich fragen würde, was eine Schraube kostet, ich könnte es nicht machen. Wir haben hier nochmal einen Raum gebaut, wissen jetzt noch nicht genau, was wir hiermit machen. Vielleicht als Drehlocation nehmen oder so. Das hier ist wirklich der Wahnsinn. Das wurde hier hochgezogen und wir haben so lange nach Zimmermännern gesucht, wirklich super stabil und muss sagen, Respekt, wirklich Respekt.
Sehr, sehr guter Job. So, der Olli und ich, wir sind mal wieder auf dem Weg Richtung Süden. Wir nehmen ein Parfum-Video auf mit dem guten Knossi und seiner Freundin. Komm, ich kaufe jetzt ein schönes Imitat für dich, Frau. Das ist ein schöner Hulk oder was? Hast du Bock, oder? Wenn ihr mich fragt, was ich mir zum Geburtstag gekauft habe, diese Tasche hier, das ist etwas ganz, ganz Besonderes und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin seit, keine Ahnung, weit über einem Jahr auf der Suche nach der Hermes Cargo. Eine ganz besondere Tasche. Freue mich sehr, dass ich die bekommen habe. Natürlich auch direkt alle Kleber abgemacht. Die ist wirklich nicht zum Weiterverkaufen. Im Internet sieht man die teilweise für 90.000 Euro im VK. Und das ist auch wieder so ein Moment jetzt mit all diejenigen, wo man einfach durchziehen muss. Morgen um 9 Uhr kommt der erste Videotermin. Wir drehen mit Robin von TikTok ein paar Videos. Danach muss ich zu Marcel. Da sind wir im Stream abends eingeladen. Es gibt keine Pause. Keine Pause. Immer Vollgas. So, ein neuer Tag im Paradies und es geht gleich los. Ein Besuch, über den ich mich sehr, sehr freue. Das erste Mal nehmen wir jetzt was speziell für TikTok auf. Und heute haben wir hier den Man. Wie geht's? Hallo, mir geht's gut. Ja. Wie geht's euch? Gut. Das ist für mich das erste Mal, dass wir was für TikTok so wirklich aufnehmen. Also TikTok, sagst du, ist die Plattform? Ist die B2C-Plattform. So, und das war's auch schon wieder von unserem kurzen Besuch bei Marcel. Wir fahren jetzt wieder zurück. Morgen geht's nach Frankfurt. Schaut auch gerne bei Marcel auf seinem Kanal vorbei. Ich denke mal, es wird so ein Highlight-Video hochgeladen werden, wo er die Parfums errät und ob er alle richtig rät. Das werdet ihr sehen. Das hier könnt ihr lesen. Und gegenüber hätten wir das hier. Okay. Wonach riecht das? Anders. Dezenter. Ist da überhaupt was drauf? Natürlich. Das ist schwierig jetzt, finde ich. Also ich sag, das ist das Parfum und das ist keine Ahnung was. Bist du sicher? Ja. Da bist du tatsächlich, das ist so richtig. So, ein neuer Tag startet und wir drehen ein Video, das ist ein sehr beliebtes Format. Wir schauen uns Überfälle an und sprechen darüber, was man vielleicht machen könnte. Da wurde einiges rausgesucht und du wurdest eingeladen zu einem Box-Event. Ja. Am 20. August, das ist noch ein bisschen hin, was ist das? Das ist eine Kickbox-Veranstaltung. Glory heißt das. Das ist eine der, also ich würde mal sagen, die größte der Welt. Bekannteste. Achso. Ja, da freue ich mich natürlich sehr drauf. Wir werden jetzt das Video abdrehen und ich denke, wir haben genug Content für einen Vlog. Wir sind einmal komplett durch Deutschland gereist und freut euch auf die Roomtour. Die wird nämlich auch bald stattfinden und von daher lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich würde sagen, bis bald. Ciao, ciao.